Herzlich willkommen bei der Hapag-Lloyd AG, der größten deutschen Linienreederei. Wir sind hier in der Ballinghalle und stellen dir heute den Beruf der Schifffahrtskauffrau vor. Natürlich auch des Schifffahrtskaufmanns. Dann komm mal mit. Und auch wir begrüßen dich ganz herzlich zu deinem ersten Tag als Schifffahrtskaufmann oder Kauffrau in der Linienfahrt und wünschen dir viel Spaß. Hallo, hier befinden wir uns im Sales der Area Germany. Grundsätzlich ist der Sales der erste Ansprechpartner bzw. der erste Kontakt für den Kunden. Eine der Hauptaufgaben des Sales ist es, maßgeschneiderte Angebote für den Kunden zu erstellen, welche sowohl kurzfristig als auch langfristig gültig sein können. Hört doch einfach mal rein. Schnippe, Hapag-Lloyd. Hallo Herr Krüger, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne 6000 Außenspiegel nach Mexiko verschiffen. Veracruz, ginge das? Ja, natürlich. Und von wo aus soll es gehen? Hier von Hamburg, wie immer. Von Hamburg nach Mexiko, alles klar. Was für ein Containertyp? Das soll ein 40er High-Cube-Container sein. 40 High-Cube, genau. Mhm. Und das Gewicht, haben Sie das auch schon? Ja, das beschränkt sich auf 3 Tonnen. Alles klar. Ja, dann werde ich nochmal das Angebot für Sie erstellen und dann melde ich mich so in der nächsten halben Stunde nochmal bei Ihnen, ja? Ja, prima, ich bedanke mich. Gerne. Oh, bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, eben gerade hatten wir die Kundenanfrage bezüglich der Verschiffung von 6000 Außenspiegeln nach Mexiko. Und bevor wir jetzt dem Kunden einfach eine Quotierung aufgeben oder eine Rate aufgeben, müssen wir uns vorher mit dem Trade Management absprechen. In diesem Gespräch geht es eigentlich um die grundsätzliche Wettbewerbslage und Wettbewerbssituation auf dem Atlantic Trade. Und anhand dieser Informationen, die uns dann gegeben werden, erstellen wir eine Quotierung, die wir dann auch so dem Kunden offerieren. Genau. Und sobald dieser Kunde das Angebot angenommen hat, wendet er sich an unser Customer Service Export Team. Das ist sozusagen die Kundenabwicklung, die Kundenseitebetreuung. Und die operative Seite ist in dem Fall, wie kommt der Container überhaupt zum Kunden? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar. Soweit verstanden? Der Kunde bestellt einen Transport und deine Aufgabe ist es, nun erstmal einen Preis für die Dienstleistung zu generieren und dann alles in die Wege zu leiten, damit die Ware auch ordentlich verschifft werden kann. Zum Beispiel in einem Container wie diesem hier. Aber natürlich gibt es, bevor wir den Container tatsächlich verschiffen können, noch einiges zu tun. Jetzt befinden wir uns hier im Customer Service Export, sozusagen in der Kundenberatung von Hapag-Lloyd. Wir informieren den Kunden über Verfügbarkeit von Equipment in den Depots sowie über die Verfügbarkeit von Schiffsraum. Schlussendlich buchen wir all diese Informationen dann in unser System ein. Zusätzlich beraten wir den Kunden über die lagergeldfreie Zeit am Terminal. Und der Abschluss einer jeden Buchung besteht darin, ein Transportdokument auszustellen, wie zum Beispiel ein Bill of Lading oder Seaway Bill. Denn ohne diese Dokumente geht in der Schifffahrtsbranche gar nichts. So, die Buchung ist bei uns im System. Wir sind hier jetzt in unserem Depot, wo wir einen Container für den Kunden bereitgestellt haben. Den haben wir auf den Truck geladen und dann wird der zum Kunden gebracht. Beim Kunden wird der Container beladen und versiegelt und dann geht's ab aufs Schiff. Natürlich war das nur ein kleiner Einblick. Als Schifffahrtskaufmann oder Kauffrau hast du noch viel mehr Aufgaben. Zum Beispiel das Analysieren von Transport- und Ladungsmärkten oder die Abfertigung des Schiffs im Hafen. Auch die Flotteneinsatzplanung oder mögliche Schadensfälle können zu deinen Tätigkeiten gehören. In der Linienfahrt bist du auf einem internationalen Markt tätig. Deswegen wird in der Geschäftsabwicklung häufig in englischer Sprache kommuniziert. Du merkst also, langweilig wird es dir bei uns nicht werden. So, das war dein erster Tag bei der Hapag-Lloyd AG. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wir freuen uns, wenn wir dich hier bald wiedersehen. Tschüss! Und auch wir verabschieden uns von dir. Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick in den Beruf von Schifffahrtskaufmann und Schifffahrtskauffrau vermitteln. Bis bald!